Zur Bildgebung, die sich ja sehr schön anschließt. Professor Hans-Peter Schmid wird uns über neue Methoden in der Bildgebung eine Einführung machen. Er ist Chefarzt der Urologie hier am Kantonsspital in St. Gallen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich natürlich sehr, dass Sie so zahlreich zu unserem Meeting gekommen sind. Ich werde nur eine kurze Einführung zur Bildgebung geben, weil wir haben anschließend mit Beat Porcellini einen sehr kompetenten Radiologen und mit Flavio Vor einen sehr guten Nuklearmediziner, der dieses Thema vertieft behandeln wird. Ich schließe aber gerade an das Referat von Frau Gompera mit Pathologie. Sie sehen hier einen sehr berühmten Uropathologen, vor allem einen Prostatapathologen, John McNeil in Stanford, er ist inzwischen verstorben. Er ist der Begründer der zonalen Anatomie, also die Einteilung in periphere Zone, Übergangszone, zentrale Zone und periuretrale Drüsen. Und er hat damals vor 25 Jahren, als wir zusammen am Mikroskop saßen, immer gesagt, schau mal Hans-Peter, hier haben wir eine hundertfache Vergrößerung und haben zum Teil Mühe, das Karzinom zu entdecken. Und wir haben auch Schwierigkeiten, eine Kapselperforation zu sehen. Wie soll dann ein Radiologe mit einer viel größeren oder kleineren Auflösung hier überhaupt etwas sehen? Zur gleichen Zeit, etwa 1990, hat aber 30 Meilen weiter nördlich in San Francisco Hedy Rinchak bereits viel über MRI und Prostata geforscht. Und jetzt kam dieser Hype vor etwa 3 Jahren, und das ist auch ein berühmter Radiologe in den Niederlanden, und in Anlehnung an Barack Obama sagt er, yes, we scan, und in Anlehnung an die Mammographie bei der Frau sagt er, the mammogram is born. Und diesen Hype spüren wir jetzt an den Kongressen. Der neueste, eben das neueste ist jetzt das MRT, das multiparametrische MRT. Wenn wir eine Niere nehmen, ein Computertomogramm einer Niere, dann sehen Sie unschwer hier rechts einen Nierentumor. Und niemand würde hier biopsieren. Diesen Nierentumor kann man, wenn man dieses Bild hat, direkt operieren. Es war hier ein PT1A, ein hellzelliges Nierenzellkarzinom. Die Frage ist nun, warum müssen wir denn bei der Prostata, die auch ein parenchymatöses Organ wie die Niere ist, warum müssen wir dort zuerst biopsieren, bevor wir bestrahlen oder operieren? Warum? Auch in Stanford 1989 wurde publiziert über die Sextantenbiopsie. Tatsache ist, dass sie heutzutage die meisten Tumore nicht palpabel sind. Wenn Sie einen palpablen Knoten haben, können Sie den biopsieren. Heute kommen hier die meisten Leute, weil das PSA erhöht ist. Und dann wissen sie nicht, wo sie biopsieren müssen. Und dann kam diese klassische Publikation von Cassie Hodge, die Sextantenbiopsie. Das ist ein Modell. Hier oben wäre die Harnblase, hier unten ist der Apex. Linker Seitenlappen, rechter Seitenlappen. Und man hat dann gesagt, jetzt biopsieren wir 2 oben, 2 Mitte und 2 unten. Übrigens nur in Klammern. Wenn eine Publikation 10-mal zitiert ist, ist das eine gute Publikation. 50-mal ist hervorragend. Gestern war diese Publikation von Cassie Hodge 1600-mal publiziert in der Literatur. Und es war die einzige und letzte Publikation von Frau Hodge. Warum hat man sich nicht auf das MRT oder Bildgebung konzentriert? Weil das PSA war ab 1987 dermaßen dominant, dass man sich nur auf PSA konzentriert hat. Mit freiem PSA, mit altersadaptiertem PSA, mit PSA-Dichte und so weiter. Dort hat man geforscht und nicht auf der Bildgebung. Es gibt noch andere, nicht nur das MRT, es gibt andere Ultraschallverfahren, die man auch evaluiert hat in den letzten paar Jahren. Kontrastverstärkter Ultraschall, das sind die S3-Leitlinien aus Deutschland, die sind sehr gut evidenzbasiert. Sie sehen, der kontrastverstärkte Ultraschall sollte nicht angewendet werden. Die Elastographie, welche eben die Festigkeit des Gewebes feststellt, und ein Tumor ist ja in der Regel fester, der soll nicht, das ist noch stärker, heißt auch, der darf gar nicht angewendet werden. Dieses System ist nicht erwähnt, das ist das artifizielle neuronale Netzwerkanalyse. Und das da ist computerisierter Ultraschall, Histoscanning, der soll auch nicht angewendet werden. Also diese ultraschallbasierten Verfahren, die werden nicht empfohlen. Was aber angewendet werden kann, das ist eine Kann-Formulierung, ist eben die Magnetresonanztomographie.
Und darum sagen die Leitlinien aus Deutschland, dass die MRT als ergänzende Diagnostik nach einer erstmaligen systematischen Biopsie, und heutzutage wird ja nicht mehr die Sextantenbiopsie gemacht, sondern es werden 10 oder 12 Biopsien entnommen, die kann angewendet werden, muss aber nicht, aber sie kann. Und die EAU-Guidelines sagen eigentlich das Gleiche, nach einer negativen Biopsie, wenn der Karzinomverdacht persistiert, maybe, also kann man die Möglichkeit evaluieren, ein MRT anzuwenden, um einen anterior lokalisierten Tumor zu entdecken. Was ist denn dieses multiparametrische MRT überhaupt? Es ist eine Kombination einer Morphologie, einer T2-Gewichtung und von funktionellen Sequenzen, nämlich die diffusionsgewichtete Bildgebung und die dynamische Kontrastmittelverstärkung. Der letzte Punkt, die MR-Spektroskopie, wo man Metabolite anwendet, Cholin, Citrat und Kreatin, die ist fakultativ, die gehört nicht obligatorisch dazu, weil dieser ist aufwendig und ist auch nicht überall erhältlich. Was ist denn diffusionsgewichtete Bildgebung? Ich bin nicht Physiker, aber ich habe das nachgelesen. Sie visualisiert die Brownsche Molekularbewegung von Wasser. Und weil die Tumorzellen oder Tumordrüsen vielmehr dichter gepackt sind, ist diese Bewegung hier limitiert und es gibt eine hohe Signalintensität im Bild. Und diese hohe Signalintensität können Sie auch quantifizieren mit dem ADC, mit diesem Koeffizienten. Man hat gesehen in Studien, dass der ADC eine negative Korrelation zu diesem Gleason-Score, was Frau Kompera gebracht hat, hat. Ein tiefer ADC ist eher schlecht differenziertes Karzinom, ein hoher ADC ist Gleason 3 plus 3 gleich 6. Hier gibt es Einschränkungen in der Differentialdiagnose mit BPH-Knoten, welche die Diffusion dieser Brownschen Moleküle ebenfalls einschränken. Kontrastmittelverstärkter Ultraschall beurteilt die Vaskularität und die Gewebepermeabilität. Wir verwenden meistens Gadolinium, IV, und beim Tumor kommt es zu einer raschen Anflutung von Kontrastmittel, aber dann auch wieder zu einer raschen Elimination. Aber auch hier die Differentialdiagnose BPH und entzündliche Prozesse. Kontrastmittel ist aber sehr sensitiv, um besonders aggressive Karzinome in der peripheren Zone zu entdecken. Ich habe hier ein Beispiel. Hier oben die Morphologie, T2-Gewichtung. Sie sehen hier, können Sie einen Herd erkennen. Dann die diffusionsgewichtete Darstellung hier und entsprechend der ADC hier dunkel und hier mit der Kontrastmitteldarstellung. Jetzt haben Sie ja das MRT, aber Sie müssen es dann verwenden für die Biopsie. Und hier gibt es drei grundlegend verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das MRT benutzen. Sie können eine sogenannte kognitive Fusion machen. Also Sie haben das MRT und der Radiologe sagt Ihnen, pass mal auf, links basal ist die Signalintensität anders als in der übrigen Drüse. Also können Sie mit dem transrektalen Ultraschall dorthin gehen und dort gezielt biopsieren. In der Zwischenzeit gibt es natürlich auch softwarebasierte Fusionen. Es gibt verschiedene Geräte. Und ich habe heute gelernt, dass bereits in der Schweiz auch viele Geräte zur Anwendung kommen. Wir in St. Gallen werden auch demnächst ein Gerät beschaffen für die softwarebasierte Fusion. Und die dritte Möglichkeit ist die direkte Biopsie im MRT-Gerät drin, das heißt Inbore oder In-Gantry. Das ist etwas zeitaufwendig und teuer und nicht sehr unangenehm für den Patienten. Das wird eigentlich selten gemacht und ist auch an den urologischen Kongressen eigentlich kein Thema. Man konzentriert sich auf diese softwarebasierte Fusionsbiopsie. Es gibt inzwischen natürlich Studien zum Thema, zum Beispiel hier aus Frankreich, der Vergleich dieser standardisierten systematischen Biopsie und einer Fusionsbiopsie, multizentrisch, prospektiv. 95 Patienten, alle hatten eine Abnormalität. Übrigens, die Abnormalitäten werden eingeteilt nach Pi-Rats 1 bis 5. 1 heißt völlig normale Drüse, 5 heißt hoher Verdacht für ein Karzinom. Jetzt typisches Alter, typisches PSA, 65 Jahre Median, PSA um 10, auch das Volumen der Prostata stimmt mit dem Alter überein. Und dann wurde verglichen 12 systematische Biopsien, die ein Urologe gemacht hat, und 4 gezielte Biopsien aufgrund des MP-MRTs, die ein anderer Arzt gemacht hat. Und zwar 2 kognitiv fusioniert und 2 Software.
Hier das Beispiel eines Patienten mit PSA 5,3. Selbstverständlich das Befund negativ, sonst könnten Sie ja dort biopsieren. Eine von 12 systematischen Biopsien war positiv. Und hier oben ist das MRT vor der Biopsie und hier während, also die Fusion. Und hier dieser Herd, der wurde biopsiert, der war verdächtig, da waren alle Fusionsbiopsien positiv. Und wenn man das darstellt, sieht man, dass durch die Fusionsbiopsie tatsächlich 10% mehr Karzinome total entdeckt wurden, aber von den sogenannten klinisch signifikanten, also den schlecht differenzierten und volumenmäßig über 0,5, waren es dann schon 15%. Wenn der Tumor hinten posterior lokalisiert war, an der rektalen Oberfläche, praktisch gleiche Detektionsrate, aber vorne anterior, war es deutlich besser für die Fusionsbiopsie. Und jetzt in dieser Studie, die war wahrscheinlich nicht genug gepowert, war kein Unterschied zwischen kognitiver Fusion und Softwarefusion. Wo könnte man das Magnetresonanz überall anwenden? Einerseits zur Vermeidung von Übertherapie im Rahmen von Active Surveillance, dort wird es auch schon evaluiert, allenfalls bei der Anwendung von fokalen Therapien wie HIFU oder irreversible Elektroporation. Oder bei der Vermeidung von Überdiagnose, weil man hat gesehen, dass die MRT-Biopsie gleich viele signifikante Karzinome entdeckt wie die Truss-Biopsie, aber sie benötigt weniger Biopsien bei weniger Männern und entdeckt weniger klinisch nicht signifikante Tumore, also die, die man eigentlich gar nicht entdecken muss. Und ein anderer Urologe, der auch bei John McNeil war, Arnold Willers, er ist Chef in Lille, der hat jetzt auch viel gemacht über MRT. Er sagt es eigentlich ganz schön, MRT hat das Potenzial zu sehen, was wir sehen müssen, nämlich die klinisch signifikanten Tumoren. Und es hat das Potenzial, nicht zu sehen, was wir gar nicht sehen, zu sehen brauchen, nämlich die klinisch nicht signifikanten Tumore. Wenn Sie nochmals diese Niere anschauen, jetzt aber die linke Niere, eine normale Niere, dann können Sie dem Patienten sagen, ja, Sie haben hier eine normale Niere, hier braucht es keine Therapie. Und das wollen wir auch bei der Prostata. Wir wollen einen hohen negativen Vorhersagewert. Also wenn wir sehen im MRT, das ist normal, dann kann man dem Patienten sagen, Sie haben eine 90-prozentige, rund 90% ist das Wahrscheinlichkeit, dass Sie wirklich nichts haben. Und das ist vor allem wertvoll beim MP-MRT, der hohe negative Vorhersagewert. Die Schlussfolgerung ist demnach, dass aktueller Stand nach Leitlinien ein MP-MRT nach negativer Biopsie eingesetzt werden kann. Viele machen es schon vor der ersten Biopsie. Es entdeckt rund 90% der signifikanten Karzinome. Es verringert, und das ist wichtig, die Entdeckungsrate der klinisch nicht signifikanten Karzinome. Es entdeckt vor allem anterior lokalisierte Karzinome. Und derzeit kann man aufgrund der Studienlage noch nicht sagen, was jetzt am besten ist, kognitive Fusion, Software, basierte oder sogar im Gerät Inbor. Aber ich bin persönlich überzeugt, dass das MP-MRT auf gutem Weg ist und wir in den nächsten Jahren diese Methode noch vermehrt einsetzen werden. Vielen Dank. Wir diskutieren am Schluss. Vielen Dank für diese sehr schöne Einführung. Ich glaube, wir machen diese drei Vorträge zur Bildgebung gleich nahtlos aneinander und machen dann eine gewisse Zeit für Fragen. Dann würde Dr. Bert Porzellini vom Hirslandenzentrum in Zürich noch weiter über die MRT-Bildgebung sprechen. Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Symposium und ganz großen Dank an Kollege Schmiede, hat eigentlich das meiste schon gesagt über die MP-MRI. Warum MP-MRI? Wenn Sie sich das Schema anschauen, wie es war und zum Teil immer noch ist, dass man, wenn man den Verdacht auf ein Karzinom hat, halt diese transrektalen Biopsien macht. Wenn es positiv ist, dann ist eine Therapie gefragt, wie auch immer. Wenn es negativ ist, kann man dem Patienten nur sagen, es muss etwas Kleineres sein, sonst hätten wir es gefunden. Der Patient kommt dann zur Kontrolle vom PSA, hat vielleicht ein Jahr später wieder diese Biopsien und so weiter und so weiter. Ich habe viele Patienten erlebt, die hatten das jahrelang,
auch ein persönlicher Freund von mir, der mir gesagt hat, ich habe ein Karzinom, man findet es nicht. Wenn Sie dieses Bild anschauen, dann hat Van Gogh wahrscheinlich hier einen dieser Prostata-Patienten gemalt damals, den heulenden alten Mann. Und wir wollen eben keine heulende alte Männer und ersetzen diese transrektale, ultraschallgesteuerte Biopsie durch dieses MP-MRI. Wenn es positiv ist, also wenn wir das sehen, dann machen wir eine bildgesteuerte Biopsie, nur dort, wo eben dieser Herd ist. Wenn es negativ ist, und das ist in 50%, bekommt der Patient den Stempel HN, und das steht für Head Nüt, kann man dem Patienten sagen. Nun, es braucht natürlich Hardware-Voraussetzungen. 1,5 Tesla ist gut, aber nicht für Prostata, da braucht es ein 3-Tesla-Gerät. Und es braucht eine Endorektalspule, und ich zeige Ihnen, warum. Ich habe das natürlich nicht selber erfunden, ich habe das bei Barents gelernt in Holland. Herr Schmid hat ihn erwähnt, er ist einer, der eigentlich am meisten Arbeiten über dieses MPR gemacht hat und auch gute Statistiken gezeigt hat. Und ich konnte auch sehr viel von ihm profitieren, von einem seiner Leute, der bei mir war eine längere Zeit, um mir zu helfen. Wenn man am Anfang die Diagnostik macht, das ist nicht Schwarz-Weiß-Diagnostik, das ist Grau in Grau. Und wenn man keine Erfahrung hat, dann lernt man auf Kosten des Patienten, das musste ich zum Glück nicht. Hier ein Beispiel, wo Sie auf der linken Seite, Entschuldigung, auf der linken Seite haben Sie ein MRT, 3 Tesla ohne Endorektalspule, hier mit Endorektalspule. Der Patient hatte viele Biopsien, dann eine TURP und dann steigt der PSA. Und der Patient wurde zum MRT geschickt mit der Frage, wo hat er einen Tumor? Und man hat gesagt, er hat keinen Tumor, ich habe die Bilder bekommen zur Beurteilung, habe gesagt, ich sehe auch nichts, habe empfohlen, man wiederholt das mit Endorektalspule. Und Sie sehen etwa auf der Höhe in Basisnähe diese Querschnitte. Da sehen Sie auf der rechten Seite hier, dass dieses Gewebe ziemlich amorph ist. Hier sehen Sie da Adenome, das ist nichts, das ist normal. Hier kann man den Unterschied kaum erkennen, da sieht man einen Unterschied. Und ich habe gesagt, das muss man biopsieren. Wir haben natürlich noch die Diffusion gemacht. Die Diffusion gibt bei 3 Tesla ohne Spule auch nicht sehr viel her. Hingegen sehen wir hier eine Diffusionsstörung mit einem niedrigen ADC und haben das biopsiert, das war Gießen 7b. Also hier hat man die Diagnose nur gestellt, weil man die Untersuchung mit 3 Tesla und Endorektalspule durchgeführt hat. Nun, warum macht man die bildgesteuerte Biopsie? Das macht man natürlich, weil man bei der TUS-Biopsie eben die typischerweise die Anterior-Karzinome verpasst. Die Inbohrtechnik ist nicht so aufwendig. Also wir haben viele gemacht. Das geht relativ schnell, wir sind mittlerweile schon längst beim Halbstundenrhythmus, also eigentlich ein Untersuchungsrhythmus wie auch für jede MRT-Untersuchung. Es gibt ein kleines Röhrchen, das man dem Patienten in den Anus schiebt. Da ist ein Gestell daran, wo man Winkel und Distanzen einstellen kann. Der Patient liegt auf dem Bauch. Die Scans, die Software zu aktivieren, die sind kurz, die sind nicht so lange wie bei der MRT-Untersuchung, dass das Schema, wie das aussieht. Dann haben Sie eine Software, wo Sie eigentlich nur noch den Herd markieren müssen auf dem Bild und dann sagt Ihnen das System, wie viele Grad Sie hier einstellen müssen und viele Millimeter. Und dann ist das Rohr genauso ausgerichtet, dass Sie biopsieren können. Das geht mittlerweile eben sehr schnell. Und Sie haben noch den Vorteil, dass Sie, wenn Sie die Nadel drin haben, können Sie einen Scan in 2 Ebenen machen und wirklich 1:1 kontrollieren, ob die Nadel genau im Herd drin liegt. Und wir machen in der Regel 2 Biopsien pro Herd, nicht mehr. Jetzt, wenn Sie eine TAS-Biopsie machen, können Sie natürlich, Entschuldigung, diesen Tumor ohne weiteres finden, aber ob das repräsentativ ist, wissen Sie nicht. Vielleicht ist hier eben ein höhergradiger Tumor und das kann man eben mit der MR-gezielten oder mit der bildgesteuerten Biopsie, sagen wir, es ist ja nicht nur MR-gesteuert, auch bildgesteuert kann man das machen. Hier ist ein Beispiel, der Patient hat ein relativ großes Karzinom, es ist etwa 11 mm größte Länge. Das ist der ADC, am stärksten ist die Diffusion gestört medial. Wir haben also medial biopsiert, das war Gleason 8, da wäre vielleicht nur Gleason 7 gewesen. Also Sie können aufgrund, vor allem wenn größere Tumoren sind oder mehrere Tumoren, dann müssen Sie den nehmen, wo die stärkste Diffusionsstörung ist, weil da ist die Chance, dass auch der höchste Gleason-Grad ist. Dass ein Patient
wie wir es sehr häufig haben. Der Patient hatte Trassbiopsien und hat ein Gleason-6-Karzinom rechts. Wir sehen das nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. Aber das hat man nicht erwischt, diesen kleinen Tumor, den haben wir biopsiert beim Gleason 8. Ich kann Ihnen viele solche Beispiele bringen. Ein Beispiel, das ich leider nicht bisher verifiziert habe, ich möchte es wegen der Auflösung zeigen, die hohe Auflösung der Endorektalspule. Der Patient hatte ein TOEP, dabei zufällig Gleason 6, der PSA war postoperativ immer unter 1. Jetzt ist er gestiegen, er kommt zum MRT, ist einen ganz kleinen Herd hier. Ich bin sicher, den sehen Sie ohne Endorektalspule nicht, Diffusionsstörung. Und sogar die dynamische Kontrastserie zeigt hier einen echt fokalen Befund mit einem Washout-Phänomen. Der Patient konnte sich für die Biopsie nicht entscheiden im Moment, er möchte noch zuwarten, nochmal PSA machen, das kann man sicher, der Tumor ist relativ weit von der Kapsel entfernt, ist auch sehr klein, aber den würden Sie mit einer ohne Endorektalspule ganz sicher nicht sehen. Ein Patient, der rezidivierende Prostatitiden hat, er möchte keine Biopsie, er hatte schon mal Biopsien, hatte eine Sepsis gehabt, er möchte keine Biopsie mehr. Den haben wir jetzt verfolgt seit 2011, der PSA wechselt ein bisschen, dann wieder runter und wieder hoch. Als er 12 war, haben wir immer noch nichts gesehen, das sind immer T2-Aufnahmen, das ist die Diffusion dazu, also der Apparent Diffusion Coefficient. Und als ich hier sagte, es ist immer noch nichts, war der Urologe so beunruhigt, dass er trotzdem biopsiert hat, und zwar negativ. Und dann kommt ein Jahr später und hat einen PSA von 24. Und ich weiß nicht, ob ich hier reagiert hätte, wenn ich die Voraufnahmen nicht gehabt hätte, den Follow-up. In der TZ ist es sowieso schwierig, die Karzinomdiagnostik. Aber hier ist eine etwas amorphe Zone, wie dieser Patient, den ich vorher gezeigt habe, der diese TOEP hatte. Es ist etwas amorph und hat eine Diffusionsstörung. Und es ist vor allem progredient, da sieht man es eben noch nicht. Und wir haben das biopsiert und es waren Gleason 3 plus 4. Wir haben seit 2006 über 4.500 Patienten untersucht mit MP-MRI, alle mit Endorektalspule. Wir haben mehr als 1.200 Patienten biopsiert, die allermeisten Inbore. Jetzt machen wir es mehr mit dem Artemis. Coelis war auch eine Zeit lang, scheint uns weniger gut als das Artemis. Also wir haben eine sehr große Anzahl an Patienten, darum kann ich sagen, dass dieses MP-MRI eigentlich der Schlüssel zur Diagnostik ist vom Prostatakarzinom. Wir korrelieren das auch mit den Pathologen. Wir füllen bei jedem Patienten ein Schema aus, wo wir einzeichnen, wo wir etwas Verdächtiges haben. Der Pathologe macht nach Prostatektomie dasselbe. Die Korrelation ist nicht so einfach, weil das kennen die Pathologen, das Präparat ist schon etwas deformiert, wenn es zu ihm kommt. Das wird fixiert. Es wird geschnitten, es deformiert sich noch mehr. Es ist nicht so einfach, genau diese Einteilung einzuhalten. Aber grosso modo haben wir eine ganz gute Korrelation mit der Pathologie. Ein Wort zu den PIRATs. Herr Schmid hat es erwähnt. Es ist eine gute Methode, um ein bisschen Ordnung hineinzubringen in die verschiedenen Befunde. Ich bekomme ja von überall her immer wieder MR-Untersuchungen zur Beurteilung. Das PIRATS hat das Ganze etwas standardisiert, das muss man sagen. Das Problem ist die Kontrastserie, nicht? Wenn Sie hier die Punkte vergeben. Wir haben schon, bevor die PIRATS da waren, gemerkt, dass die Kontrastserie überschätzt wird. Herr Schmid hat es auch schon erwähnt. Entzündungen, Adenome können ein Wash-in-Wash-out-Phänomen machen mit dem Kontrast. Und das darf man dann nicht als Malignitätszeichen auffassen. Die Spektroskopie wird, wie gesagt, nur noch wenig gemacht, weil sie aufwendig ist. Es gab dann eine neue Version, das ist nochmal zusammengefasst, dass man eigentlich nur die ersten drei zum PIRATS braucht. Das Spektrum fällt praktisch weg. Man hat eine Version 2 gemacht, die ist publiziert worden, auch im American College of Radiology. Die V2-Version, also muss jetzt, wenn man vom PIRATS redet, muss man sagen, ob es V2 ist, sonst hat man noch die alte Klassifikation. Und da hat sich herausgestellt, dass man eigentlich bei der peripheren Zone als wichtigstes Kriterium für die Malignität die Diffusion braucht und dann erst die T2 und bei der TZ ist es gerade umgekehrt. Und die Kontrastserie spielt eigentlich nur noch dort eine Rolle, wo Sie einen PIRATS 3 haben und es vielleicht ein 4 wird, wenn auch die
der Kontrastserie dazu passt. Das habe ich erwähnt, dass man anteriore Tumore mit der Tastbiopsie leicht verpassen kann, weil man hier biopsiert. Grün sind insignifikante Tumore. Mit der MR-Biopsie kann man natürlich gezielt den Befund direkt erfassen. Zum Beispiel hier bei einer Tastbiopsie findet man ein Gleason-6-Karzinom hier, eine von 12 Stanzen. Das ist nicht so selten, diese Tastbiopsien-Resultate, das ist ein insignifikanter Tumor. Da ist HN, hat nichts, wir sehen es gar nicht, wir machen auch nichts, also auch keine Biopsie, weil es ist kein Handlungsbedarf. Und zum Glück sehen wir es nicht. Also man kann sagen, dass die gezielte Biopsie bis zu 90% die Diagnose eines niedergradigen Tumors eben vermindert, weil man sie nicht sieht, im Gegensatz zur Tastbiopsie. Und die gezielte Biopsie erhöht die Rate für die höhergradigen Tumore um 17% gegenüber der Tastbiopsie. Da haben wir irgendwie verschiedene Arbeiten gelesen. Also ich habe das von den Urologen bekommen, einen Artikel von Pacorni im European Journal. Die MR-Selektion, wir haben eine Arbeit gemacht, wo wir das MRI brauchen als Primärdiagnostik mit gezielter Biopsie. Alles Patienten, die keine Tastbiopsie vorher hatten. Und das Ziel war, die Prostatektomie-Präparate in Bezug auf signifikante und insignifikante Tumore zu untersuchen. Das sind 170 radikale Prostatektomien. Das sind die Resultate. Ich habe das von Jean-Luc Fehr bekommen. Der Vergleich ist mit der Martini-Klinik, die haben natürlich viel größere Zahlen. Die haben je nach Größe des Tumors, da verschiedene Kriterien, von Epstein bis Wolters. Hier ist eigentlich nur ein großer Tumor, das sind sehr kleine Tumoren. Das sind doch einzelne Zahlen von insignifikanten Tumoren. Wir hatten keine außer einem einzigen Fall hier. Und sogar wenn man Gleason 3 plus 4 kleinvolumig nimmt, haben wir praktisch keine niedergradige Tumore gefunden. Man kann sagen, dass das eben noch weitere Vorteile hat. Man kann natürlich diese hochauflösenden Bilder benutzen als Landkarte für die Da Vinci-Prostatektomie, für Schnellschnittuntersuchungen. Ich bin da nicht ganz einverstanden mit jemandem, dass man keine Schnellschnitte machen soll. Bei uns werden immer Schnellschnitte gemacht. Es ist auch nicht so, dass das MR, das multiparametrische MRI so gut ist in der Aussage über Infiltration der Kapsel, ja oder nein, ist es nämlich überhaupt nicht. Da wird jede Menge erzählt, ich bin nicht sicher. Wir haben also, bei uns sagen die Urologen, dass wir nicht gut sind. Das heißt, wir müssen den Urologen nur sagen, wo ist der Tumor, wie viele Millimeter oder Zentimeter hat er Kontakt zur Kapsel, und dann weiß er, dort muss er einen Schnellschnitt machen oder einfach besonders aufpassen. Und dazu ist die MRT, die hochauflösend, eben auch gut, dass er weiß, wo man die Schnellschnitte machen muss. Dann für die Ausmaß der Gefäßnervenschonung ist es natürlich wichtig als Bildgebung. Es gibt auch den Patienten Sicherheit. Wir haben praktisch keine Active Surveillance mehr mit Tastbiopsien, sondern wir machen MR-Surveillance. Und man kann es auch als Verlaufskontrolle einsetzen bei ansteigenden PSA. Weil die niedergradigen Tumore sehen wir nicht. Also wir machen sicher keine Übertherapie. Die Frage ist, dann machen wir eine Untertherapie. Und da ist die Diskussion offen. Wenn wir signifikant viele Fälle verpassen würden, also signifikante Tumoren, dann würde uns das der Urologe sagen. Die Patienten kommen ja wieder zum Urologen. Also wir haben einzelne Fälle, wo einfach die Bildgebung vollständig versagt. Wir wissen nicht warum. Die Bilder zeigen weder in der Diffusion noch in der Kontrastserie noch spektroskopisch irgendetwas wirklich Auffälliges. Und es sind Gleason 9 Tumore darunter. Vielen Dank. Vielen Dank auch für diesen Vortrag. Wir sind perfekt in der Time und wechseln gleich über zur Nuklearmedizin. Professor Forer, Chefarzt der Nuklearmedizin am Kantonsspital St. Gallen, wird über die neuen Methoden der Bildgebung von Seiten Nuklearmedizin berichten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von meiner Seite guten Morgen. Und ich möchte als erstes den Organisatoren ganz herzlich danken für
Ihre Arbeit und für die Einladung, hier über die neuen Methoden der nuklearmedizinischen Bildgebung zu sprechen. Kaum eine Erkrankung hat die Nuklearmedizin dermaßen in Aufregung versetzt wie das Prostatakarzinom mit neuen bildgebenden Methoden und eben auch mit neuen Therapiemethoden. Jetzt, wenn Sie im klinischen Verlauf eine Bildgebung anwenden, dann müssen Sie sich immer überlegen, was wenden Sie an und wann wenden Sie es an, zum T-Staging, zum M-Staging, Restaging etc. Und etwas salopp zusammengefasst kann man für die Nuklearmedizin sagen, im T-Staging spielt sie bis jetzt eigentlich kaum eine Rolle. Wahrscheinlich hat sie eine zunehmende Bedeutung zum N-Staging und beim M-Staging sind die nuklearmedizinischen Methoden von großer Bedeutung. Und ebenfalls wichtig heutzutage ist die Rezidivsuche beim biochemischen Rezidiv nach radikaler Operation. Wenn man sich jetzt aber die ganz aktuellen Guidelines der European Association of Urology anschaut, dann sieht es für die Nuklearmedizin eher duster aus. Das PET ist zum initialen Staging nicht empfohlen und lediglich für die Intermediate- und High-Risk-Karzinome ist die gute alte Knochenszintigraphie empfohlen. Ich hoffe, dass ich Ihnen in den nächsten Minuten zeigen kann, dass wir diese Guidelines hoffentlich demnächst wieder revidieren müssen. Nun sprechen wir also zuerst über das M-Staging und da muss ich Ihnen nicht sagen, da handelt es sich beim Prostatakarzinom fast immer um Skelettmetastasen. Und da denke ich, aus nuklearmedizinischer Sicht müssen wir unterscheiden die sogenannten osteotropen Radiopharmazeutika, also der klassische Bonescan, bei dem wir nicht den Tumor darstellen, sondern die Veränderung im Knochenstoffwechsel. Und seit einigen Jahren haben wir jetzt auch für das Prostatakarzinom onkotrope Radiopharmazeutika, also Tracer, die uns direkt den Tumor zeigen. Die Knochenszintigraphie wird seit Jahrzehnten angewendet. Sie sehen hier einen Scan von 1964, damals noch mit Strontium durchgeführt. Wir haben mittlerweile Fortschritte gemacht. Eine normale Skelettszintigraphie sieht heutzutage ungefähr so aus, mit einer recht guten Auflösung mit den technetium markierten Diphosphonaten und auch die Skelettmetastase können Sie hier gut sehen. Nochmals verbessern kann man die Methode natürlich durch den Einsatz einer SPECT-CT. Dann können Sie in einem Untersuchungsgang akquirieren Sie sowohl morphologische als auch metabolische Informationen. Die Bilder werden fusioniert und die diagnostische Genauigkeit nimmt entsprechend zu. Wenn wir die konventionelle Skelettszintigraphie zusammenfassen, dann findet man gemäß Literatur Sensitivitäten irgendwo zwischen 60% und 90%. Aber das ist natürlich immer äußerst schwierig, weil wir haben keinen Goldstandard. Wir suchen ja die okkulten Skelettmetastasen. Deswegen sind diese Zahlen immer mit Vorsicht zu genießen. Bei der normalen Skelettszintigraphie haben wir eine sehr tiefe Spezifität, weil wir eben einfach Veränderungen im Knochenstoffwechsel darstellen und somit jegliche Veränderungen sehen. In Kombination mit der SPECT-CT, wenn wir die morphologische Information dazu nehmen, können wir die Spezifität natürlich drastisch erhöhen. Nun bleiben wir noch ganz kurz bei den osteotropen Radiopharmazeutika. Da ist natürlich die konventionelle Skelettszintigraphie nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt das F18-Fluorid. Das Fluorid wird anstelle des Calciums in den Knochen eingebaut. Und wenn Sie hier vergleichen, diesen Patienten eine planare Skelettszintigraphie und beim gleichen Patienten die PET-CT mit F18-Fluorid, dann sehen Sie doch einen eindrücklichen Unterschied. Wobei es hier zu sagen gilt, es stellt sich natürlich die Frage, ob wir hier eine klinische Signifikanz haben. Häufig spielt es keine Rolle, ob wir 20 oder 60 Metastasen diagnostizieren können. Nun gab es in den letzten Jahren einige Arbeiten, die dem Serum PSA einen prädiktiven Wert im Hinblick auf Skelettmetastasen zugeschrieben haben. Hier in dieser nicht sehr hoch publizierten Arbeit von 2012 wurde gesagt, wenn das PSA unter 20 ist, dann muss man keine Skelettbildgebung machen. Das stimmt,
wenn mittels Osteotropen Radiopharmazeutika untersucht wird. Wenn wir jetzt aber zu den onkotropen Radiopharmazeutika wechseln, dann sieht das möglicherweise etwas anders aus. Und ich habe die nächsten 3-4 Dias von Professor Langsteger in Linz gekriegt, möchte ihm herzlich dafür danken und möchte Ihnen zuerst hier diese 3 Patientenbeispiele zeigen. Sie sehen auf der linken Seite einen Patienten bei initialer Diagnose mit einem PSA von 53. Sämtliche Patienten wurden mit dem F18-Cholin untersucht. Und Sie sehen hier einerseits den Primärtumor, Sie sehen Lymphknotenmetastasen, aber Sie sehen auch 2 Skelettmetastasen. Bei diesem Patienten führte die initiale PET zu einem Upstaging. In der Mitte ein Patient mit einem PSA von 40, lediglich Anreicherung im Primärtumor, kein Upstaging. Und hier ganz auf der rechten Seite ein Patient mit einem PSA von lediglich 3,9, aber in der Cholin-PET Darstellung des Primärtumors von Lymphknotenmetastasen, aber auch von Skelettmetastasen. In dem Fall also durch die PET wiederum ein Upstaging. Und wir haben zunehmend Hinweise darauf, dass wir die Skelettmetastasen wahrscheinlich in verschiedene Phasen einteilen müssen. Und dann sieht es nämlich so aus, dass wir in einer ersten Phase, wie Sie hier sehen, keine morphologischen Veränderungen finden. Wir gehen davon aus, dass das kleine Metastasen sind, die noch knochenmarksassoziiert sind, die wir nicht sehen. Auch die onkotropen Tracer sind zu diesem Zeitpunkt eher noch negativ. Aber die Osteotropen, Entschuldigung, aber mit den Onkotropen, also mit der direkten Darstellung des Tumors, gelingt uns hier auch der Nachweis der Skelettmetastase. In einer zweiten Phase kommt es dann zur Reaktion im Knochen. Es kommt zu einer zunehmenden Sklerosierung. Sie sehen das in der CT. Die Onkotropen-Tracer sind nach wie vor deutlich positiv und hier habe ich leider kein Beispiel, aber auch die Fluorid-PET oder die Skelettmetastase ist zu diesem Zeitpunkt deutlich positiv. Dann in einer dritten Phase kommt es zu einer fortschreitenden Sklerosierung. Der Tumor wird durch diese Sklerosierung verdrängt und in dieser dritten Phase werden dann die tumorspezifischen Tracer plötzlich negativ, während die Osteotropen-Tracer weiterhin positiv sind. Und dann in einer letzten Phase geht es sogar so weit, dass der Tumor weiter sklerosiert und die nuklearmedizinischen Methoden aber allesamt wiederum negativ werden. Und es ist natürlich offensichtlich, dass wir uns spätestens in der dritten Phase in einem diagnostischen Dilemma befinden. Stellt sich die Frage, was ist das? Ist es eine avitale Sklerose oder liegt es daran an der tiefen Sensitivität der Cholin-PET, dass es dort einfach wenig Tumorzellen hat, geringe Perfusion, dass wir deswegen den Tumor nicht oder nicht mehr sehen? Nun möchte ich noch etwas auf diesen neuen onkotropen Radiopharmazeutika eingehen. Vielleicht vorneweg, das wissen Sie wahrscheinlich alle, FDG ist leider nicht geeignet beim Prostatakarzinom, weil der Uptake einfach zu gering ist. Und so bleiben im Wesentlichen diese 3 Tracer zur Darstellung des Prostatakarzinoms. Das F18 Acetat wird meines Wissens in der Schweiz nicht eingesetzt, soll hier nur kurz erwähnt sein. Ganz anders beim F18 oder beim C11 Cholin. Das Cholin ist ein Baustein der Zellmembransynthese und zeigt uns eben spezifisch die Prostatakarzinomzellen. Und in der Schweiz ist es seit Sommer letzten Jahres zugelassen zur Lokalisationsdiagnostik beim biochemischen Rezidiv und wird auch von den Krankenkassen vergütet. Und zu guter Letzt das galliummarkierte PSMA. Was ich Ihnen hier zeige, ist die Anzahl der Publikationen zu diesem Thema, die Sie bei PubMed finden. Und Sie sehen, dass da ein richtig gehender Hype stattfindet. Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass das in nächster Zeit ändern wird. Und wir sind alle enthusiastisch, wenn wir das auch in der Schweiz zur Verfügung haben werden. Es ist im Moment noch sehr stark auf Deutschland fokussiert. Nun, wenn wir uns auf das F18-Cholin konzentrieren. Gemäß Literatur haben wir für Skelettmetastasen eine Sensitivität von 84%, also nicht unbedingt besser
als die Skelettszintigraphie. Auch hier wiederum das Problem mit dem fehlenden Goldstandard. Aber da wir eben wirklich den Tumor darstellen, haben wir eine Spezifität, die nahe bei 100% liegt. Und im Gegensatz eben zur Skelettszintigraphie ist die F18-Cholin-PET-CT zwar noch nicht vergütet, aber eben auch geeignet zum Endstaging und zur Lokalisationsdiagnostik beim biochemischen Rezidiv. So sieht eine Cholin-PET-CT aus, hier bei einem Patienten mit einem biochemischen Rezidiv. Sie sehen in der CT diese grenzwertig vergrößerten Lymphknoten und in der PET sehen Sie, dass die eindeutig positiv sind und mit solch einem Bild ist die Lymphknotenmetastase eigentlich bewiesen. Ein Problem hat das Cholin. Wir haben eine relativ geringe Detektionsrate des Rezidivs bei tiefen PSA-Werten. Sie sehen hier die Detektionsraten in Abhängigkeit vom PSA nach radikaler Prostatektomie. Und bei einem PSA von kleiner als 2 liegt die Detektionsrate leider unter 50%. Je höher das PSA, desto besser danach auch die PET-CT. Zusammenfassend kann man sagen, die F18-Cholin-PET-CT ist eine validierte Methode zur Lokalisationsdiagnostik beim biochemischen Rezidiv. Allerdings im Wissen eben, dass wir bei tiefen PSA eine relativ geringe Detektionsrate haben. Für das M-Staging zeigt sich eine sehr hohe Spezifität bei guter Sensitivität. Und hier eine kürzlich erschienene Arbeit, die das Endstaging untersucht hat. Da werden Sensitivitäten und Spezifitäten von 56 und 98% berichtet. Und das scheint dem MRI zumindest im Endstaging betreffend Sensitivität etwas überlegen zu sein. Sicherlich noch experimentell im Moment, aber hochspannend ist mit den onkotropen Tracern auch das T-Staging. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es zunehmend integrierte PET-MR-Geräte. Und ich denke, dass da diese Tracer eben zusammen mit der MR sicherlich auch noch Einfluss haben werden. Und nun zum Schluss noch kurz zum Gallium 68 PSMA, was uns eben alle ganz enthusiastisch stimmt. Sie sehen hier den PSMA-Rezeptor, das ist ein transmembranöser Rezeptor. Und hier dieses relativ kleine Molekül ist der Ligand, der an die extrazelluläre Domäne bindet, hat einen bivalenten Chelator und kann mit dem PET-Tracer Gallium 68 markiert werden. Das sind Bilder, wie sie mit einer Gallium 68 PSMA PET akquiriert werden können. Sie sehen hier diese wirklich sehr intensive Anreicherung in diesen multiplen Metastasen. Und auch hier wieder sehen Sie die Lymphknotenmetastasen mit einer sehr deutlichen Anreicherung, aber auch Skelettmetastasen bei lediglich geringen oder keinen morphologischen Veränderungen. Dass dieses Konzept mit den verschiedenen Phasen der Skelettmetastasen stimmt, zeigt sich auch mit dem PSMA zu bestätigen. Hier eine aktuelle Publikation. In der PET-CT eindeutig Nachweis einer Skelettmetastase, wiederum ohne morphologische Veränderung. Der Patient wurde aufgrund dieses Befundes bestrahlt an diesem Wirbelkörper und nach der Therapie sehen Sie hier diese Sklerosezone als Reaktion auf die Therapie. In Analogie zum Cholin wurde auch beim Gallium 68 PSMA die Detektionsrate beim biochemischen Rezidiv untersucht, hier anhand von fast 250 Patienten. Sie sehen hier PSA größer gleich 2. Und wenn wir das jetzt mit dem Cholin vergleichen, dann sehen Sie, dass wir auch bei tiefen PSA-Werten unter 2 eine doch sehr hohe und vor allem viel bessere Detektionsrate erreichen können. Jetzt ganz zum Schluss noch ein kurzer Ausblick. Wir können natürlich beim PSMA das Gallium durch die therapeutischen Radionuklide Lutetium oder sogar durch die Alpha-Emitter Actinium ersetzen. Und hier ganz kurz das Image of the Month im European Journal of Nuclear Medicine vom Mai diesen Jahres.
Sie sehen auf der linken Seite wiederum eine Gallium 68 PSMA PET mit diesen intensiven Anreicherungen im Tumor. Dieser Patient mit kastrationsresistentem, austherapiertem Karzinom wurde anschließend zweimalig mit dem lutetium markierten PSMA therapiert. Sie sehen hier korrelierend eine sehr schöne Anreicherung im Tumor und dann 2 Monate nach Abschluss der Therapie zeigt sich in diesem Fall sogar eine komplette Remission. Somit bin ich am Ende, möchte gerne nochmal zusammenfassen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass die nuklearmedizinischen Methoden zuverlässig und validiert sind, vor allem beim M-Staging sowie zur Lokalisationsdiagnostik beim biochemischen Rezidiv. Beim M-Staging müssen wir unterscheiden zwischen den osteotropen und den onkotropen Tracern. Ich glaube, wir können verschiedene Aussagen treffen durch Einsatz dieser verschiedenen Tracer. Die Zukunft wird zeigen, ob das Cholin und das PSMA eine Rolle spielen werden zum T- und zum N-Staging. Ich denke schon und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das PSMA als ein zukünftiger Goldstandard im Staging des Prostatakarzinoms werden könnte. Und als Ausblick, ich denke, dass wir in Zukunft mit dieser internen Radiotherapie, mit dem radioaktiv markierten PSMA, eine neue Therapieoption haben werden beim metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakarzinom. Vielen Dank.